Kiste ist drüben. Wir nehmen die mal auf. Okay, nee, die rutscht uns weg. Blöderweise. Kriegen wir die denn hoch genug, damit die da oben drauf passt? Ich sehe es nicht. Ja, ja. Sehr gut. So habe ich mir das doch gedacht. So, wir müssen die Kiste jetzt also ein bisschen... Deswegen ist hier dieses goldene Geflimsel, weil das der Zielpunkt ist quasi. Bis zu dem wir... Quatsch. Was? Wir drehen sich auch noch die Wände? Ach du Scheiße. Zu dem wir die Kiste dann bringen müssen, um voranzuschreiten. So, jetzt aber schnell, 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 schnell. Wunderbar. Kiste ist drüben. Und wir können sie auf die Druckplatte, wo war denn die Druckplatte hier vorne? Können wir sie aufsetzen? Wir müssen sie nur noch abholen. So, ein Traum. Das ging besser als erwartet. Ich weiß bloß immer noch nicht, wie wir da oben drankommen. Können wir da einfach dran springen vielleicht? Vielleicht von der Kiste aus? Nee. Okay. Können wir hier nochmal... Ach, wir können hier auch Licht machen, oder? Können wir hier nicht Licht machen? Vielleicht von unten aus wieder. Ich glaube, das mache ich auch mal. Das andere Licht brauchen wir ja nicht mal, was hier draußen ist. So, vielleicht hilft uns das weiter da oben. Wir brauchen das Licht draußen ja nicht, um hier hochzukommen. Aber hier wird auch nichts dran geworfen. Vielleicht können wir aber jetzt hier... Oh Gott, ist das hell. Können wir hier irgendwas verschieben? Oh, ist das hell. Ist das schrecklich. Und mir krabbelt das Auge gleich. Kommt jetzt sicherlich nicht davon, aber... Boah. Wie einem das Auge krabbeln kann. Schrecklich. So, wir müssen immer noch da dran kommen. Ich weiß bloß wirklich nicht wie. Wir müssen das Licht echt drehen irgendwie. Damit wir das hier drüben hinkriegen. Hier ist doch auch so eine Kugel. Können wir die denn irgendwie befeuern? Ach, okay. Wir müssen doch nochmal das andere Licht anwerfen. Das Licht bringt uns rein gar nichts. Aber ich habe oben gerade gesehen, wir können... Na, komm schon. Dieses Licht ausrichten auf... Okay, wir können es doch nicht... Doch, wir können es ausrichten, okay. Auf diesen Punkt. Und schon haben wir Schattenspielchen an der Wand. Die Frage ist, muss ich jetzt da drüben dran springen, um in die Schatten zu kommen? Das ist uncool. Okay, hat besser funktioniert, als ich dachte. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis es wieder da ist. Oder es reicht schon? Nein! Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, das war ja gemein. Das war ja unfair. Genau in dem Moment, als ich springen wollte, ist es über meinem Kopf gelandet. So, neuer Versuch. Ich habe gerade mal wieder die Tasten durcheinander gehauen. Okay, wir haben es auf diese Leiter, auf die Treppe geschafft. Was machst du hier oben, Didi? Ich muss sagen, das Mädchen macht mir ein bisschen Sorgen. After a few days, the princess got to wondering. Why are Dad just trying to give her away? Hey, verdammt. Es könnte natürlich auch sein, dass es keine junge Cat ist, sondern dass es eine erwachsen gewordene Didi ist. Das gerade eben, was sie gesagt haben, das war ja aus dem Puppenspiel. Das ist schon ein bisschen bedenklich, klang das für mich. Weil sie es eben auf sich anwendet jetzt, ne, diesen Satz. Oder weil sie es auf sich angewendet hat mit dem, sie begann sich zu fragen, warum ihr Vater sie loswerden wollte. Links komme ich nicht durch, oder? Doch, cool. Jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk.
that's the past, Cat. I've changed. Na komm. Möchtest du bitte auf seinen Kopf springen? Danke. How can I believe you, Johnny? Your lips are moving. Finde ich auch einen schönen Satz. Wie kann ich dir glauben, deine Lippen bewegen sich? Das heißt, du bist ein notorischer Lügner und immer wenn du was sagst, ist es nichts wert. Wie gesagt, Johnny hat ein gutes Herz, aber er geht immer die falschen Wege. Jetzt habe ich Glück gehabt. Vielleicht aber auch Pech, denn ich komme jetzt nicht mehr oben ran. Mist, ich muss abstürzen. So, hier schaffen wir es ohne Licht. You're not even a real father. Gott. I missed you so much. Es wird immer verrückter hier. Und wir sind an der Spitze angekommen. Das heißt, wir können den Leuchtturm ausrichten. Die Frage ist, welchen Weg wird sie gehen, die kleine Didi? Okay. Müssen wir das Licht selbst ausrichten? Ja. Ich glaube ja auf die orange Kugel, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher. Nein, auf die Bühne müssen wir sie eigentlich. Genau. Los geht's mit der Show. Triff dich mit Didi bei der Bühne. Wo bist du, Didi? And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What our dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Scheint schon eine ganz coole Show zu sein. Folge Didi hinter die Kulissen. Sie will immer noch zu Vincenzo. Bleib doch bei Johnny. Vincenzo hat doch schon gesagt, dass er dich nicht will. What are you up to, Johnny? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Okay, die beiden sind auch mit dabei. Ich weiß noch nicht so richtig, worauf das hinausläuft, ehrlich gesagt. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too.
and the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Ugh. Das war das Ende von Contrast. Auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen, obwohl sie relativ naheliegend war. Tja. Dawn war tatsächlich eine eigene Person. Dawn war Dawn. Und sie war die Assistentin von Vincenzo, die er in die Schattenwelt geschickt hat. Um auf sie aufzupassen. Das ist natürlich schön und mich freut es auch, dass am Ende die Familie zusammengefunden hat und dass er, dass Johnny sich durchringen konnte, quasi wieder den Vater zu übernehmen, auch wenn er nicht der leibliche Vater war. Denn das ist letztendlich, was Dee Dee auch verdient, dass sie verdient eine Familie irgendwo, ne? Und ich finde das echt schön, also die ganze Geschichte war durch und durch angenehm irgendwie. Es war halt ein bisschen wie so ein Märchen. Aber ein Märchen mit anderem Stil. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es hinterlässt ein angenehmes Gefühl. Es ist eine andere Art von Spiel als die meisten anderen Spiele. Feuerspucker? Schlangenmenschen? Was ist das denn? Okay. Also ich finde, das hat dieses Spiel hat wirklich sehr viele richtig schöne Ideen und auch die Puzzle sind wirklich gut gelungen. Man hat da wirklich was richtig Schönes draus gemacht, finde ich. Und ich finde, es sollte mehr solche Spiele geben, die nicht davon leben müssen, dass man ein großer Held wird, dass man Massen von Gegnern schnetzelt, sondern in dem Fall einfach wirklich das private Glück einer Person letztendlich, nämlich von Dee Dee, beeinflusst und dass man auch mal in eine Märchenwelt dabei mit abtaucht und in eine andere Welt, dass man die Fantasie eines Kindes sieht und auch wo sie auf die normale Welt prallt quasi. Das ist auch ganz interessant, finde ich. Und bitte mehr davon. Ich würde gerne nochmal sowas spielen. Also Contrast war ein schönes Spiel, wenn auch sehr kurz, aber trotzdem eine sehr schöne Erfahrung, gefiel mir wirklich gut. Okay, das war's für dieses Projekt. Schade eigentlich, irgendwie sind immer die kürzesten Spiele, die ich Let's Play, die liebsten für mich, habe ich das Gefühl. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Mal sehen, was es denn sein wird. Ich weiß es noch nicht. Aber lasst euch überraschen, vielleicht finde ich ja irgendwas, das mir ähnlich gut gefallen könnte. Oder vielleicht auch euch, ich weiß es nicht. Schreibt mir bitte mal, was ihr so davon haltet. Also, ob ihr solche Spiele gegenüber normalen Spielen auch bevorzugt oder wie ihr das so seht. Vielleicht mag ich solche Art von Spielen auch bloß, weil man sonst eben immer die anderen Spiele spielt, also die gewöhnlichen sozusagen. Und das dann immer eine willkommene Abwechslung ist. Das kann natürlich auch sein. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, wie ihr so dazu steht, wie ihr darüber denkt. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder, das ich dann Let's Player. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Wir sehen uns wieder. Adieu.